Ahoi und herzlich willkommen, ihr Lieben, zu einem weiteren Guide zu Rise of the Ronin. Schön, dass ihr mit dabei seid. In diesem Guide heute widmen wir uns der Region Higashiyama, die wir auf 100% bringen. Und starten tun wir hier mit dem ersten Schneidebanner, was wir hissen können. Hingehen, Banner hissen und Abfahrt. Weiter geht es dann auch direkt hier vom Banner aus, denn dort haben wir noch einen Fotospot, den wir besuchen können. Einmal hier den Weg entlang gelaufen, runter zur markierten Position. Halten uns schon mal die Kamera bereit. So, jetzt sind wir da, Kamera raus, und können wir hier ein Bild machen. Das nächste, was wir holen können, ist ein Schatz. Ich markiere ihn euch eben auf der Karte, dass ihr wisst, wo er ist. Laufen hier einmal hin, wird bewacht von zwei normalen Gegnern, kein Problem für uns. Einmal hingehen, den Schatz looten. Als nächstes müssen wir wieder eine Katze retten. Einmal auf der Karte markiert und dann laufen wir da eben hin. So, einmal hier ums Haus herum und dann können wir die Katze da ganz entspannt einmal streicheln. Das nächste auf unserer Agenda ist ein Schrein, den wir besuchen können. Den einmal markieren, hinlaufen, beten und den Fertigkeitspunkt for free mitnehmen. Vom Schrein aus geht es dann auch direkt weiter, nämlich Richtung Wahrzeichen. Wir laufen hier einmal die Stufen nach oben. Ich markiere euch das noch eben einmal. Und dann haben wir da nämlich direkt das Wahrzeichen, wenn wir dann hier einmal durch das große Tor gelaufen sind. So, das nächste ist dann ein Banner wieder, was wir aktivieren können. Das finden wir dort oben. Ich nehme den ganzen Weg mit rein, weil der Weg war wirklich tricky, den herauszufinden. So, einmal hier die Stufen nach oben gelaufen, bis nach ganz oben. So, immer weiter, immer weiter. Und nochmal die Stufen nach oben laufen. So, und noch einmal. Dann hier durch das Tor laufen wir und dann links am Gebäude lang vorbei. Dann wollen wir nämlich hier auf den kleinen Karren aufs Dach, aufs andere Dach hochgesprungen. Und dann müssen wir mit dem Gleiter einmal dort rüber. So, jetzt haben wir da einen kleinen Durchgang, wo wir einmal durchrutschen können. Wir müssen hier einmal durchlaufen, ein bisschen rechts, links. Und dann hier einmal wieder raus und gegenüber direkt auch wieder ins Haus rein. So, jetzt haben wir schon so gut wie alles geschafft. Einmal noch hier durch den kleinen Gang. So, hier am Ende müssen wir einmal links abbiegen. So, wunderbar. Jetzt wieder links und einmal rechts mit uns. Jetzt können wir hier nämlich die Leiter nach oben klettern und dann einmal runterspringen und dort haben wir dann nämlich noch einmal die Möglichkeit runterzukommen und dort haben wir dann auch direkt das Schneidebanner. Weitergehen tut es dann nämlich wieder mit einem Fotospot. So, wir laufen einmal zur markierten Stelle, halten die Kamera schon bereit, können einmal das Bild machen. Das nächste ist ein bisschen actionreicher und zwar müssen wir wieder eine öffentliche Ordnung herstellen. Einmal auf der Karte markiert, für ein bisschen Tumult sorgen und die öffentliche Ordnung ist wiederhergestellt und wir werden am Ende wie immer mit einer wunderbaren Cutscene belohnt. Weiter geht es mit einer Katze. Die markieren wir uns eben einmal auf der Karte. Die befindet sich hier oben auf dem Dach. Sind wir mit dem Flugleiter hingekommen, können wir die Katze einmal streicheln und alle sind glücklich. Das nächste, was wir uns einsammeln können, ist ein Wahrzeichen und direkt ein weiteres Schneidebanner. So, wir laufen einmal hin, sodass wir das Wahrzeichen besucht haben und können direkt weiterlaufen Richtung Banner. Am Banner relativ simpel, Banner hissen und Abfahrt. So, vom Banner aus geht es dann auch direkt zum Schusswaffentraining. Das absolvieren wir natürlich auch einmal. Wenn du beim Schießen versagst, kannst du eine Pistole genauso gut auch als Hammer benutzen. Wie wär's mit etwas Übung für dich? Sehr gut, dann zeig mal, was du kannst. So, und wenn ihr mindestens genauso viele Punkte wie ich erreicht beim Schusswaffentraining, habt ihr dann auch direkt den Meisterrang erreicht.
So, damit haben wir das Schusstraining beendet und können direkt weitermachen. Denn weiter geht es direkt mit einem Fotospot, den wir wieder haben. Hier haben wir relativ viele. Einmal zur markierten Position gelaufen vom Schusstraining aus. Halten schon mal die Kamera bereit, damit wir auch direkt das Foto gleich machen können. So, an der Position sind wir angekommen und dann können wir hier von der großen Halle einmal das Bild machen. Das nächste sind zwei Flüchtige und eine öffentliche Ordnung, die wir wieder herstellen können. So, einmal dorthin gelaufen, wieder für ein bisschen Tumult gesorgt und dann Abfahrt. So, haben wir den ersten Flüchtigen besiegt und kurz darauf direkt den zweiten und werden am Ende mal wieder mit einer wunderbaren Cutscene belohnt, weil wir die öffentliche Ordnung wiederhergestellt haben. Jetzt geht es weiter mit einem Schatz, den wir uns holen können. Natürlich auch hier gibt es wieder ein Lagerhaus, was wir jetzt ganz entspannt öffnen können, aufgrund dessen, dass wir den Schlüssel haben. So, Lagerhaus einmal aufmachen und innen drin einmal die Truhe looten. Und der nächste Schatz lässt auch nicht lange auf sich warten, denn der ist nur ein paar Meter von hier entfernt. Deswegen starten wir direkt von der anderen Truhe aus. Einmal hier runter mit uns und dann möchten wir nämlich dort auf den Turm drauf. Einmal mit dem Enterhaken hochgeschwungen. So, jetzt aber. Und dann haben wir hier die Leiter, die wir einmal nach oben klettern können. Und ganz oben haben wir dann auch schon die Truhe, die wir looten können. Das nächste, was wir haben, das ist, da müsst ihr ein bisschen in der Hauptstory weiterspielen. Denn dann schaltet ihr nämlich hier den Gleitflugtrainer frei. Und das machen wir nämlich jetzt einmal, damit wir die Region auf 100% bringen. Und wenn ihr es mindestens genauso gemacht habt wie ich, dann habt ihr auch hier wieder den Meisterrang freigeschaltet und bekommt natürlich alle Belohnungen. Einfach umwerfend, als wärst du ein Vogel. Und damit haben wir dann die Sammlung auch vervollständigt. Ich hoffe, der Guide hat euch gefallen. Wenn ja, gebt dem Video doch gerne einen Daumen nach oben, hinterlasst ein nettes Kommentar. Ich bedanke mich fürs Zusehen, wünsche euch weiterhin viel Spaß in Rise of the Ronin und sage, macht's gut, bis dahin.